Die Formel 1 hat's gerade echt nicht leicht. Gleich zwei Aufreger an einem Grand Prix-Wochenende. Einmal wegen Schlagerknalltüte Andreas Gabalier. Die letzten Minuten vor dem großen Rennstart des Grand Prix der Steiermark. Und die Debatte um eine nachhaltige Formel 1 ist wieder hochgekocht. Und die Frage, ist sowas hier Heuchelei? It's time we race for equality. It's time we race for sustainability. Mein Gott, was da gerade alles los ist bei der Formel 1 und wie Rennfahrer Sebastian Vettel die Diskussion um einen grünen Motorsport wieder hat aufflammen lassen. Jetzt. It's time we race for equality. It's time we race for sustainability. Nein. Die Formel 1, der teuerste Kreisverkehr der Welt. Am Wochenende war Grand Prix in der Steiermark. Gewonnen hat Max Verstappen vor Lewis Hamilton. Aber was die Nachrichten eigentlich dominiert hat, rund ums Rennen gab es einiges an Aufregung. Zum einen wegen ihm hier, Schlagersänger Andreas Gabalier, hier zu sehen, wie er auf Tour dafür sorgt, dass Österreich das schönste Land bleibt, das er je gesehen hat. Der durfte vor dem Rennen die Hymne der Steiermark zum Besten geben. Ein großes Privileg, dabei sein zu dürfen und auch die Hymne heute um 14.42 Uhr live auf Servus TV zu singen. Guck an, um 14.42 Uhr wird zurückgesungen. Hat einigen Leuten auf Twitter aber gar nicht gefallen. Erst was von We Race as One labern und dann die Hymne vom rechtsradikalen Andreas Gabalier singen lassen. Ein Grund, warum der Steiermark Grand Prix schnellstmöglichst weg muss. Ja, ist das ein Grund? Nein. Gabalier wird gerne vorgeworfen, in der rechten Ecke verwurzelt zu sein. Unter anderem wegen diesem Albumcover, das schon irgendwie aussieht wie Björn Höcke bei der Morgengymnastik. Gabalier selbst streitet das alles ab. Doch für einige passt das jetzt jedenfalls nicht zum weltoffenen Image, das die Formel 1 gerne nach außen hin zeigt. It's time we race for equal access, opportunities and representation. Because sport can change the world. We race, we race, we race, we race, we race, we race as one. Und die meinen das wirklich ernst, sonst wäre das nicht in Schwarz-Weiß. Aber auch wenn man politisch in einer ganz anderen Ecke steht, hat man's bei der Formel 1 gerade nicht leicht. Bestes Beispiel dafür, vierfacher Formel 1-Weltmeister Sebastian Vettel hier zu sehen bei den Dreharbeiten zu Mario Kart, der Film. Vettel hat jetzt angekündigt, jupp, ich werde grün wählen. Ein Rennfahrer, der grün wählt. Damit ist der Rennsport dem Fußball weit voraus, denn da wählen sie noch die Seite. Das Internet ruft jetzt vor allem. Bin ich Hund oder was? Richtig. Also eigentlich nur der dahinsiechende Valulis-Subreddit. Danke, Pi-Sohn, der du uns diesen Clip gepostet hast. Also, und der uncoole Rest des Internets ruft, das ist Heuchelei. Vor allem die, die den Grünen ferner sind als Vettel, dem WM-Titel. Beatrix von Storch schimpft. Verlogen, Mist ins Mark. Und Axel Wallrabenstein, geiler Nachname, der ruft, ernsthaft, zahlt Steuern in der Schweiz, fliegt im Privatjet um die Welt, rast seit Jahren völlig umweltfeindlich über Pisten. Wie heuchlerisch kann man eigentlich unterwegs sein? Tja, gut. Aber Vettel hat nicht nur Vorwürfe bekommen. Die Bild zum Beispiel eilt ihm schnell zu Hilfe. Außerdem fliegt der frühere Rennweltmeister schon seit geraumer Zeit nicht mehr Privatjet, sondern vorrangig Linie. Na Gott sei Dank. Zu nahegelegenen Rennen fährt er sogar per Fahrgemeinschaft. Cool! Er hat sogar in der Formel 1 die erste Fahrgemeinschaft gegründet. Und einige feiern Vettel sogar für seine Ankündigungen. Besonders er hier, der Geschäftsführer der Grünen, Michael Kellner. Hier zu sehen, wie er beim Parteischaradeabend pantomimisch Duschen nachstellt. Er sagt, großartiges Interview, freue mich über die Unterstützung von Sebastian Vettel. In diesem Interview hat Vettel dann auch nochmal betont, was er selbst alles für die Umwelt tut. Mittlerweile trinken wir nur noch gefiltertes Wasser aus dem Hahn. Und wenn ich im Laden einkaufen gehe, habe ich immer einen Rucksack oder etwas Ähnliches dabei. Er predigt schließlich schon länger einen grünen Lebensstil. Es ist nur eine Plastiktüte, auf die ich verzichte, sagten 8 Milliarden Menschen. Und dann sind es schon 8 Milliarden Plastiktüten. Klingt wie Nenas Song. Vettels Ankündigung, die Grünen zu wählen, hat auch die ganze Debatte um einen grüneren Motorsport jetzt wieder hochkochen lassen. Denn
Dass der Sport jetzt nicht mehr ganz so zeitgemäß ist, das weiß die Formel 1 auch schon länger. Bereits 2019 haben sie angekündigt, dass sie bis zum Jahr 2030 komplett klimaneutral sein werden. Ja, cool. Der erste Schritt dahin, Tempo 130. Und natürlich auch die Verpflichtung zur Verwendung von synthetischen Kraftstoffen. Aber sind halt auch noch knapp 10 Jahre, die dieser Krankenwagen hier schon vor der Tür hin und her fährt. Egal, bis dahin. Also sind noch 10 Jahre bis dahin. Und sogar Vettel meint, dann frage ich mich, wieso wir eine dringende Entwicklung hinauszögern. Es braucht dazu den Mut, nicht mehr an alten Dingen festzuhalten. Ja, mit diesen Worten haben wir Oma die Geräte abgestellt. Und Markus, was meinst du zu dieser Formel-1-Diskussion? Ach so, Alternativ zum Spiel gestern. Zu welcher von diesen ganzen? Also, dass ein volkstümelnder Musiker ein volkstümelndes Lied in Österreich singt, von mir aus gerne. Und auch Sebastian Vettel kann ja wählen, was er will. Ja, das können wir hier nur so unterstreichen. Und eben, wo wir jetzt schon bei Sport sind, gestern haben wir ja hier versucht, das Fußballspiel vorauszusagen. Und ich finde, wir haben sehr gut getroffen. Also die Müller-Aktion. Ja, ja, ja. Und hier in der 40. habt ihr gesehen, was da passiert ist, ne? Ja. Der hat gegen den Ball getreten da. Das ist unsere ehrliche Meinung. Wir haben es tatsächlich angeschaut, aber zwischenzeitlich sind einige eingeschlafen und dann. Ja, war jetzt nicht der Thriller, ne? Nein. Kein Klassiker. Was aber ein Thriller ist und was man sich in den Kalender hineinschreiben muss, mit großem, großem leuchtendem goldenen Stifte, am Dienstag, nächsten Dienstag um 18 Uhr, ist was? Der 6.7. Also der 6.7. Unser großes Community-Special. Cool. Das ist tatsächlich, meine Körperhaltung hat nicht die nötige Begeisterung transportiert, die angemessen wäre über diese Sache. Denn da gibt es auch noch Sachen für euch zu gewinnen. Und wie gesagt, es ist unser großes, großes, die 250.000 Abonnenten-Show. Wird ganz, ganz toll. Schreibt es euch mit einem Edding ins Smartphone. Und die Formel 1, was meint ihr dazu? Vollkommen aus der Zeit gefallen, oder doch? Ein großes Privileg, dabei sein zu dürfen. Nächsten Dienstag könnt ihr hier eine Live-Aufzeichnung auf diesem Kanal miterleben. Und jetzt könnt ihr schon abonnieren. Und zwar hier unter dieser kleinen vierseitigen hawaiischen Gitarre. Und hier neben mir weitere Videos, falls ihr nicht genug kriegen könnt. Oder weil euch gerade langweilig ist, weil kein Fußball mehr läuft. Und hier eins von uns. Und davon Bums, der Formel 1-Song.